In Hamburg gibt es übrigens auch eine junge Schauspielerin, von der kann man auch einiges lernen. Ein absolutes Talent, 13 Jahre alt und hat einen volleren Terminkalender als manch anderer Erwachsener. Sie meint, sie ist ein ganz normales Mädchen. Sofia Bolotina ist Schauspielerin, Model, turnt wie ein Profi und Elisabeth Bergmann hat sie besucht. Roter Teppich und die Hauptrolle in einem Kinofilm. Sofia Bolotina hat das geschafft, wovon viele Mädchen träumen. In der Komödie Kleine Ziege Sturer Bock spielte die 13-Jährige die Tochter von Wotan Wilke Möhring. Das ist ein Schaf. Das ist nicht wie mit dem Hund. Wir schlafen zusammen in diesem kleinen Zelt. Okay, klar. Du bist ein Mann. Ich bin dein Vater. Aber ich kenne dich nicht. Warum bist du hier? Was willst du eigentlich von mir? Nichts, gar nichts. Sind Töchter immer so kompliziert? Nur wenn man sie nicht versteht. Scheiße. Als Kind vor der Kamera stehen, Spaß oder Arbeit. Ich denke schon weiter damit zu machen, weil es ist schon was Besonderes. Verschiedene Charaktere zu spielen, sich in andere Rollen zu versetzen, mal jemand ganz anderes zu sein, ja, das ist das Schöne. Seit 6 Jahren modelt Sophia, hatte schon einige Aufträge für Werbefotos. Letztes Jahr dann ihre erste Filmrolle. Ein Naturtalent, wie es scheint. Schauspielunterricht hatte sie noch nie. Man kann das nicht mit Pflicht machen, man muss daran Spaß haben und wenn man Schauspielerin werden will, muss man natürlich auch lernen, wie man das macht. Es gibt jeweils immer Techniken und es muss natürlich auch so sein, dass man sich in die Lage hineinversetzen sollte. Sophias Oma war Nachrichtensprecherin auf der Krim. 2 ihrer Tanten arbeiten in Russland beim Film. Vielleicht liegt das Schauspieltalent ja in ihren Genen. An sowas zu kommen, ist natürlich ganz viel Glück, ganz viel Talent. Sophia musste ja auch mehrere Castings machen und mehrere Runden überstehen, bevor sie dann die Rolle auch überhaupt bekommen hat. Das heißt natürlich, sie hat da auch ganz viel Ehrgeiz reingesteckt und sich Mühe gegeben, das zu bekommen. Im Film spielt Sophia eine zickige Tochter. Mama, wir haben bisher sehr gut gelebt. Zu zweit. Wir brauchen niemanden. Ja, du vielleicht, aber ich brauche jemanden. Ich will einen Mann. Und nervt ihren neu entdeckten Vater, der sich als Elvis-Imitator durchs Leben schlägt. Also ich habe ja gar nichts von dir gewusst. Ich meine, es ist eine ziemliche Überraschung für mich. Ich habe noch nie eine Tochter gehabt. Also ich meine, ich habe überhaupt keine Kinder. Können wir jetzt los? Mit Kindern drehen macht mir immer Spaß, weil die eben authentisch sind und 1:1 und keine Spielchen spielen. Er hat ja auch selbst Kinder, er kann das ja verstehen, wie das ist. Und wir haben immer Spiele gespielt, wir haben uns gut unterhalten. Er war sehr lustig und es hat Spaß gemacht. Also es wäre nicht so lustig gewesen ohne ihn. Manche sind neidisch auf ihren Erfolg, aber die meisten ihrer Mitschüler freuen sich mit Sophia. Genau wie ihre ältere Schwester Daria. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht. Wenn sie am Set ist, wirkt sie so viel professioneller und gelassen. Und wo ich denken würde, das würde ich niemals so hinkriegen, das ist für sie wahrscheinlich das Natürlichste der Welt. Neben dem Gymnasium, dem Modeln und dem Schauspiel hat Sophia noch eine Leidenschaft. Mit 5 wurde sie Mitglied bei dem Turnensemble Hamburger Showsternchen. Wie sie das nur alles auf die Reihe kriegt. Ich schreibe mir To-Do-Listen auf für den Tag immer, also wenn ich morgens aufstehe oder halt nach der Schule. Dann ist es für mich auch generell, ich mag es mir so besser, wenn es so ein bisschen geordneter ist, damit ich weiß, was ich zu tun habe und was erledigt werden muss. Ihr 2. Film Conny und Co. ist auch schon abgedreht und kommt im Sommer in die Kinos. Sophia Bolotina. Inzwischen kann man wohl schon von einer Schauspielkarriere sprechen. Ja, kommen Sie gut nach Hause und ein erfolgreiches Jahr wünsche ich Ihnen, vor allem mit Tabaluka und mit den ganzen Produktionen. Dankeschön.